Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC. Austria Wien gewinnt mit 3:1 und fährt drei ganz wichtige Punkte ein. Neben mir hat Stefan Helm Platz genommen. Stefan, wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, also war natürlich eine emotionale Achterbahnfahrt mit einer unfassbaren Atmosphäre im eigenen Stadion. Genauso wie ich den Spielern in der Kabine gesagt habe, sie sollen sie mit den Fans connecten, egal was am Platz passiert. Und das ist glücklicherweise eingetreten. Und war natürlich dann wegen genau solche Spiele gegeben im Stadion. Und trotzdem muss man aber auch jetzt natürlich, ist ja gar keine Frage, das aber mit kühlem Kopf analysieren. Und ich finde, dass wir unseren Spielplan gut umgesetzt haben. Wir wollten die dominierende Mannschaft sein. Ich habe das vor dem Spiel gesagt. Wir haben in den Spielen davor, waren wir meistens die Dominierenden. Wir würden den Gegnern die Spielanteile wegnehmen und selbst Spielanteile haben. Das ist uns meiner Ansicht nach gelungen. Aber trotzdem ist es halt so, dann kriegt man aus meiner Sicht unvermeidbaren Situation ein Tor und dann muss man halt im Kopf stark bleiben und ich habe in der Halbzeit gesagt, unser Spiel weiterspielen, eine Spur in Druck auf den Strafraum erhöhen und ist uns dann glücklicherweise gelungen, das Spiel zu drehen und trotzdem muss man sagen, in dem letzten Spiel wäre das genauso möglich gewesen, aber so ist halt Fußball, es wird in den Strafräumen entschieden und da waren wir heute glücklicherweise die bessere Mannschaft. Danke, Stefan. Kommen wir zu euren Fragen. Bitte ein kurzes Handzeichen. Dann kommt Julian mit dem Mikrofon. Wer möchte starten? Horst Deutsch vom Kicker. Stefan, nach 68 Minuten hat man da schon Zeit zu denken, scheiße, was ist, wenn das jetzt wieder 0-1 ausgeht? Oder hat man da keine Zeit für den Gedanken gehabt? Nein, also da hat man überhaupt keine Zeit. Im Gegenteil, man ist im Austausch mit dem Trainerteam, man ist konstruktiv. Man versucht nur, wie kann ich nochmal Einfluss aufs Spiel nehmen, welche Spieler habe ich, was passiert gerade auf dem Platz, man ist da so fokussiert und im Austausch mit den Trainern, dass man sich nur damit beschäftigt. Und allgemein kann ich da sagen, ich bin einfach so gestrickt, ich glaube immer daran, dass man mit der nächsten Aktion dem Spiel eine positive Wende geben kann. Das ist immer schon so gewesen bei mir und das ist auch jetzt so. Bist du froh, dass du am Transparent nicht bedacht worden bist? Was konkret? Ich habe nichts selber gesehen. Da ging es gegen Werner und Orti, aber der Name Helm ist nicht aufgetaucht. Also ich persönlich habe jetzt die Unterstützung von den Fans. Ich habe mir mal so eine Eröffnungsgrill-Veranstaltung gehabt und war selbst mit den Fans in Kontakt. Und ich selbst habe immer da die Unterstützung gespürt. Ich habe das auch gesagt, die Kritik von diesen Fans, die ist für mich total verständlich, weil das sind genau die, die viel investieren, die uns immer unterstützen, so habe ich das empfunden und dementsprechend gibt es da für mich, habe ich das nie so empfunden, dass da irgendwas wegen meiner Person, ganz im Gegenteil, die Mannschaft ist in jedem Spiel super unterstützt worden. Und dann noch was, wie für das Austria-Spiel ist, was waren die Überlegungen, ihn erst so spät zu bringen? Ja, und zwar, er hat im Laufe der Woche ein physischer kleines Thema gehabt und ich war dann der Meinung, dass vielleicht, wenn man nicht ganz sicher ist, ob einer über 90 gehen kann, ein Spieler wie er, dass er vielleicht dann einen größeren Einfluss aufs Spiel nehmen kann, wenn er frisch ist, wenn die Räume schon ein bisschen aufgehen. Und das habe ich mal genauso gesagt. Und die Antwort hat er ja dann selbst gegeben. Zwei, drei Fragen. Thomas Muck vom Sportreport. Stefan, von meiner Seite zuerst einmal Glückwunsch zum Sieg. Danke. Ich habe ihn bis zum 1:1 habe ich in manchen Situationen das Gefühl gehabt, dass ihr euch offensiv mit der Passqualität, aber auch defensiv ein bisschen die Butter vom Brot habt nehmen lassen und euch nicht belohnt habt. Am Ende sagt man Ende gut, alles gut, aber sind das Punkte, die du in der Analyse auch ansprichst oder sagst du, es war ziemlich viel Druck am Kessel, wir nehmen jetzt die drei Punkte und Ruhe ist im Karton? Also das sicher nicht, sondern im Gegenteil, wir sind sowohl, wenn es einmal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, oder wenn es so läuft, wie wir uns vorstellen, dass wir immer konstruktiv die Mannschaft weiterentwickeln. Das habe ich schon öfters betont und dass das halt, der Prozess muss aber parallel dazu verlaufen, dass wir also regelmäßig Punkte machen, natürlich um unsere Ziele zu erreichen und unsere eigene Erwartungshaltung zu erfüllen. Und du sprichst genau die Punkte an denen wir arbeiten und ich bin davon überzeugt, wenn man noch mehr Klarheit in die eigene Spielidee bringt, was machen wir genau mit dem Ball, was machen wir genau, wenn der Gegner den Ball hat, was sind unsere Abläufe und das geht über Training, das ist ein Prozess und da haben wir eine ganz klare Idee, die von den Spielern total
die total lernhungrig sind, sie wollen sich da verbessern, aber das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und das ist auch manchmal ein bisschen formabhängig und ich habe es schon öfters betont, die Burschen arbeiten extrem hart, sie haben eine gute Kultur in der Mannschaft, einen guten Charakter und ich bin überzeugt, dass wir, was das betrifft, erst am Anfang von einem Weg sind. Als Trainer kann man viel sprechen, die Spieler müssen es am Ende des Tages erleben. Wie wichtig können dann gerade diese beiden Tore in der Nachspielzeit gewesen sein, wenn man jetzt auf die weiteren Spiele blickt, weil ich sage mal, im Kopf kann das schon sehr, sehr viel Positives bewirken. So wie man aus Niederlagen lernen kann und Energie schöpfen kann, auf eine andere Art und Weise, muss man genauso, wenn man Erfolgserlebnisse feiert, muss man das positiv verstärken. Und ich glaube, dass das ist unsere Aufgabe, dass da jetzt keiner, das ist überhaupt kein Thema, wir müssen klar bleiben, was machen wir gut, was können wir besser machen, aber man muss schon den Spielern klar machen, dass sie an sich selbst glauben können, weil es hat ja gezeigt, dass wenn wir heute mal keinen Spielverlauf für uns gehabt, wo ich der Meinung bin, wir hätten in der ersten Halbzeit auch schon auf unsere Seite ziehen können. Und dass man mit diesem Selbstverständnis auf den Platz geht. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und dazwischen dann noch die Qualität und die Kreativität für die Spieler. Das ist meine Überzeugung, dass man so eine Mannschaft entwickelt. Und da sehe ich wirklich sehr viel Potenzial in unserer Truppe. Eine Frage habe ich noch. Knackpunkte waren definitiv das 1:1 und die rote Karte. Wie hast du die beiden Situationen gesehen und mir ist eines aufgefallen, du wolltest dich eigentlich gar nicht großartig in Diskussionen verstricken lassen. Du hast eigentlich in diesen beiden VR-Situationen einfach gecoacht und mit den Spielern gesprochen. Vielleicht kannst du, wie gesagt, zuerst einmal die Situationen erklären, bis das du gesehen hast und dann, was du den Spielern in diesen Situationen sagst, weil das war ja doch recht hitzig, recht emotional. Ja, also ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es mir nur erzählen lassen und ich muss auch ehrlich sagen, mit dem beschäftige ich mich nicht, weil auf das habe ich keinen Einfluss, sondern ich beschäftige mich in der Phase damit, was kann passieren als nächstes und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das oder jenes passiert und ich, so wie ich es vorhin gesagt habe, während des Spiels für mich Arbeitsmodus. Und da geht es nur darum, dass ich einen Fokus darauf habe, wie kann ich der Mannschaft, wenn es notwendig ist, noch irgendeinen Input geben, gemeinsam mit meinem Trainerteam. Und so ziehe ich das durch, so gut wie es geht. Und ich glaube, dass sie, und das letzte Spiel war ja ein gutes Beispiel dafür, dass sich diese Dinge auf die Saison gesehen ausgleichen. Und deswegen bin ich überzeugt, wenn wir so auftreten, wie in den bisherigen Spielen, und in den entscheidenden Momenten klarer werden, also nicht nur, ich will nicht nur reden von Hunger und Punch, sondern da gibt es klare Dinge, die wir dann ansprechen, die wir arbeiten, das heißt im eigenen Strafraum Blockverhalten, Linie halten, Höhe halten, im gegnerischen Strafraum, wo läuft wer hin, wo spiele ich den Ball hin. Also ich will nicht das auf die Mentalität schieben, die Jungs haben eine gute Mentalität, sondern die Message an die Jungs ist, wo können wir uns konkret verbessern und an dem arbeiten wir auch während der Woche. An das glaube ich und von dem bin ich überzeugt, dass wir so die Mannschaft besser machen werden. Ralf Brandl von Lola. Stefan, du hast heute Alex Dragovic das erste Mal einsetzen dürfen können. Welchen Impact hat er gehabt auf die Leistung der Mannschaft? Ich glaube, dass das jeder gesehen hat, dass natürlich ist, muss ich eins vorweg schicken, es ist nicht, man darf nicht alles am Alexander Dragovic abladen. Aber es war natürlich so, dass er direkt gezeigt hat, alleine mit seinem Auftreten, mit seiner Ausstrahlung, das ist aber auch jeden Tag im Training so, dass er der Mannschaft sehr helfen kann, er gibt ihr Stabilität. Er streut einfach dieses Selbstverständnis aus und das hat ja der Sami in der Pressekonferenz schon gesagt, dass er das auch jeden Tag der Mannschaft so vorlebt und wir haben auch andere Spieler, die schon über gewisse Erfahrungen verfügen, aber ist keine Frage, er hat in seine Klasse schon unter Beweis gestellt und das in einem, sage ich mal, er ist sicher noch nicht bei seinen 100%. Frage noch zu Mucke Huskovic, der hat vor allem in der Vorsaison so seine Themen gehabt mit der Chancenauswertung, heute hat er getroffen. Glaubst du, kann das der Knoten sein, der da geplatzt ist und was erwartest du von ihm im Laufe der Saison? Ja, nicht nur von ihm, sondern von allen Spielern, die sich im Kader befinden und es ist vollkommen normal in unserem Bereich, dass wir da einen Konkurrenzkampf haben und der muss geschürt werden, es geht gar nicht anders und natürlich, wenn man reinkommt und sie muss man die Chance nutzen, um sie zu empfehlen. Das ist, glaube ich, heute den Spielern, die von draußen reingekommen sind, ganz gut gelungen, weil sie unseren Spiel nochmal Einfluss genommen im positiven Sinne aufs Spiel. Und trotzdem ist es so, dass wir kritisch auch drauf schauen. Es ist nicht nur das Tor, es sind auch andere Dinge, die passiert sind. Und da, glaube ich,
gibt es immer Dinge, wo man besser machen kann und andere Sachen, was gut funktionieren. Stefan Oellerer von Önus. Ich habe eine Frage zur ersten Halbzeit. Mir ist aufgefallen, dass es mehrere gelbe Karten für die Verteidiger gegeben und ich dachte, dass vielleicht der eine oder andere gewechselt wird. Ich habe vor allem auf den Alexander Dragovic gedacht, weil es war heute heiß, erstes Spiel. Was waren da deine Überlegungen, dass eigentlich die Verteidigung ganz normal weitergespielt hat und du niemand gewechselt hast? Jetzt mein Gelb-Rot, meine ich jetzt. Also weil wir von der Organisation her auf dem Platz keine Probleme geben. Somit wollte ich jetzt nicht unbedingt eingreifen in die Organisation. Und sowohl der Alexander Dragovic als auch der Lukas Galvao, die ja praktisch betroffen waren, sind sehr erfahrene Spieler. Und ich glaube, die spüren das auch, wir haben das kurz angesprochen, aber die spüren das auch, die müssen halt dann mit dem umgehen, aber die können auch damit umgehen. Und so, es war nicht so viel Druck auf unserer letzten Linie. Das heißt, ich habe nicht den Eindruck gehabt, die sind permanent in solche Schnittsituationen. Und dementsprechend glaube ich, war das für das Spiel war das eine passende Intervention, wenn man so sagen will. Aber natürlich kann man irgendwann einmal falsch liegen, aber in dem Fall hat es passt. Und dann zum dritten Tor, der Sprint, ich war glaube ich 70 Meter über das Spielfeld von Konstantin Alexa und er hat dann den perfekt in die Mitte gespielt. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, also erst einmal muss ich dem Trainerteam ein Kompliment aussprechen, weil die Idee bezüglich Konstantin Alexa ist vom Trainerteam gekommen, von meinen Assistenten. Und ich kenne ihn, ich habe ihn ja trainiert, letzte halbe Jahr. Und ich habe ihn bei einem Einwechsel der Mannschaft schon weitergegeben, dass er ist extremst schnell und wenn man so ein Spiel auf dem Platz hat, war das für mich keine Überraschung, dass wenn es ein bisschen Raum gibt, dass er mit dem was anfangen wird können. Aber es freut mich für ihn natürlich, dass ihm das so gut gelungen ist. Und wichtig ist aber die Botschaft an ihm, dass er schön am Boden bleibt und so weitermacht, wie er es gemacht hat. Aber es ist natürlich ein schönes Erlebnis für ihn heute. Für uns alle. Lukas Schneider von der Kronen Zeitung. Trainer, der Sieg ist ja balsam für die violette Seele. Wie viel Kraft kann der jetzt für die nächsten Partien bringen? Ich bin der Meinung, dass sowas natürlich Energie freisetzen kann, aber gleichzeitig ist es so, dass ich der Meinung bin, dass wir müssen wissen, woran wir arbeiten mit der Mannschaft. Wir müssen täglich unseren Job gut machen. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, das gut zu kommunizieren an das Austria-Umfeld, an die Leute, die uns wirklich unterstützen. Weil so kann man diese Überzeugung, dass wir in die richtige Richtung marschieren, stärken, wo ich mir ganz sicher bin. Und dass aber beim Verein wie bei der Austria Emotionalität dabei ist, das habe ich auch vorhin vor dem Spiel schon gesagt, es ist unser Job, aber die Leute abzuholen und sie von dem zu überzeugen, weil diese positive Emotionalität kann auch sehr viel bewegen. Und das ist uns glücklicherweise heute gelungen, aber viel mehr muss die Botschaft nach außen sein, dass wir eine Mannschaft haben, die jeden Tag alles investiert, einen Staff haben, die fleißig sind, die sich mit Fußball leben und dass ich überzeugt bin, dass wir mit allen Beteiligten gemeinsam im ganzen Verein da was bewegen können. Und darum geht es. Eine Abschlussfrage von Thomas Muck noch, Sportreport. Im Vorfeld hat es doch einiges an Druck gegeben. Am Rasen hat man eigentlich relativ wenig davon gemerkt. Hast du den Druck gespürt? Hast du die Mannschaft gespürt? Ihr seid, zumindest für mich als Außenstehender, doch relativ souverän damit umgegangen. Also was jetzt so diesen Druck betrifft, da geht es eher darum, wenn man sich im Wettkampf befindet und dem sind wir permanent, dann macht man sich selbst den Druck und da ist dieser Druck, dass man gewinnen will, der ist allgegenwärtig und der kann ja auch positive Dinge auslösen. Und weil du sagst, der Mannschaft hat man nicht wirklich was angemerkt, ich glaube, dass man das erstens einmal, dass die Burschner von sich selbst überzeugt sind, sonst wären sie keine Spieler bei der Austria Wien. Das heißt, die haben schon so viel Selbstvertrauen, aber natürlich gibt es Phasen, wo einem das ein bisschen schwerfällt. Und da glaube ich, dass wenn jeder genau weiß, was sein Job ist, wenn er auf den Platz geht, dann kann einem das Sicherheit geben. Und ich glaube, dass man das auch gesehen hat in den Spielen davor. Die Abläufe sitzen relativ gut. Aber es gibt noch viel Luft nach oben, aber die Abläufe sind erkennbar. Aber natürlich ist da noch sehr viel Luft nach oben, dass wir uns da verbessern. Und an dem muss man permanent arbeiten. Aber wenn jeder weiß, das ist unsere Idee für Fußball. Wenn der Gegner einen Ball hat, das ist unsere Idee für Fußball, wenn wir einen Ball haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir uns herantasten, Step by Step. Wir können nicht alles auf einmal machen.
wie spielen wir in der Aufbauzone, wie spielen wir im letzten Drittel, wo sind die Laufwege. Aber daran muss man jetzt arbeiten. Und ich sage, in der Phase sind wir mehr abhängig von dem, was die Spieler dann auch für Ideen haben. Und umso mehr, umso länger wir zusammenarbeiten, umso mehr werden sie ihre Stärken in der ganzen Spielweise noch mehr einbringen können. Und das ist ein permanenter Prozess. Und ich glaube aber, dass das hilft, dass man ein Spiel, wo vielleicht ein bisschen mehr Emotion schon drinnen ist, dass man eine Leistung bringen kann, weil der Spieler weiß, das sind meine Aufgaben, wenn ich das mache und mir das gut gelingt, dann ist der Trainer zufrieden und die Leute am Ende auch. Gut, ich glaube, das war sehr viel, sehr lange. Danke, Stefan, für die ausführlichen Antworten. Wir bedanken uns für die Pressekonferenz heute, sagen nochmal ein schönes Wochenende und das nächste Auswärtsspiel dann kommenden Sonntag in Hartberg. Tickets gibt es da für den Gästesektor schon im Fanshop. Dann sagen wir Dankeschön fürs Dabeisein und schönen Sonntagabend. Danke. Alles Gute.